Fake Dates and Mooncakes. Kommt, ihr Feinde. So, moin meiner. Ich habe nämlich gerade dein Video gesehen bei YouTube, musste das auch mal probieren. Fand ich ein bisschen lustig, das Video. Es ist im Endeffekt nur Timing. Du musst halt gucken, sobald die Dinger runtergehen, musst du zack, zack, zack und zack. Und dann bist du durch. Also es ist Timing und halt Schnelligkeit so. Und dann bist du schon im nächsten Level und kannst hier dann die Viecher kaputt machen. Ich bin hier gerade im Garten und da einige von euch ja auch regelmäßig den Outdoor-Kanal schauen, möchte ich euch jetzt mal was zeigen. Der Busch, vor dem ich hier stehe, ist eine Haselnuss. Und Haselnuss wurde früher gerne verwendet, um zum Beispiel Speere und Bogen zu bauen. Aus dem einfachen Grund, weil die teilweise extrem gerade wachsen. Seht ihr den in der Mitte? Wunderschön gerade. Dadurch kann man echt prima einen Speer bauen, einen Bogen bauen oder ähnliches. Ich werde den jetzt hier nicht fällen, um Gottes Willen, aber ich wollte euch das mal zeigen. Auch daneben der hier ist sehr schön gerade. Früher haben wir immer unsere Bögen aus Haselnuss gebaut und vielleicht fällt ja irgendwann mal einer ab und dann kann ich auch mal wieder wie früher Pfeil und Bogen bauen. Kleines Update für den Vlog. Wir sitzen gerade am Teich, ich habe meine Kamerafrau dabei und wir fangen Fischchen. Und du liest fleißig ein Buch. Und also bis jetzt habe ich schön, nur Vorwort gelesen. Na immerhin. Dann muss ich weniger Fische fangen, da hast du weniger zu filmen. Hat gezuppelt. Zuppel nochmal fürs Video. Hallöchen, ich bin wieder in Erfurt gelandet. War jetzt etliche Tage bei der Freundin. Jetzt geht es erstmal schauen, eine Bestellung von mir sollte da sein. Und eine muss ich beim Bäcker abholen und heute Abend geht es noch mal ein bisschen auf Forelle angeln, das Wetter nutzen, denn die nächsten Tage sollen dann beschissen werden. Das sind dann Tage, die kann ich wieder dafür nutzen, am PC, an meinen ganzen Projekten weiterzuarbeiten. Ich will ja auch noch mal auf Jobsuche gehen, da mich noch ein bisschen umschauen und ja, habe da so einiges vor. Dafür will ich dann die Schlechtwettertage nutzen. So, ich war jetzt schnell beim Bäcker, habe das mal abgeholt und ich glaube, das ist so einer von den Lego-Klonen, die ich mir bestellt habe für meine kleine Raumfahrt-Lego-Ecke. Und wieder mal eine kleine Forelle auf Spinner, aber die muss noch wachsen. Hallöchen aus dem Fluss. Ich bin jetzt mal quasi zu den Forellen gegangen. Mal gucken, ob hier noch was geht. Montag bis Mittwoch gab es 15% Rabatt auf fremdsprachige Bücher bei Thalia. Und da habe ich 6 Bücher bestellt. Und passend heute zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, es sind viele Wörter, okay, die muss man manchmal ablesen, ist es angekommen. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Und wenn ich sage, passend zu diesem Tag, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was für Bücher ich bestellt habe. So, fangen wir doch mal an. Ich habe Fake Dates and Mooncakes bestellt. Außerdem Young Mango? Mango? Keine Ahnung. Das Buch habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber irgendwie nie bestellt und jetzt habe ich es einfach mal mitbestellt. Dann haben wir hier Arthur and Teddy are coming out. Außerdem
I wish you all the best. Dann Meet Cute Diary und The Borrow a Boyfriend Club. Ja, und hier, da. Progress Flagge. Obwohl ich eigentlich eher Fan von der klassischen Regenbogenflagge bin. Aber auch ich muss mich weiterentwickeln und muss mich damit abfinden, dass das die aktuelle Flagge ist. Also ich gehe zumindest davon aus, dass das die aktuelle Flagge ist, weil da schon mal mehr ist als auf der anderen Flagge, die als Progress Flag vorgestellt wurde vor ein paar Jahren. Das ist mittlerweile wirklich ein paar Jahre her. Ja, nachdem ich in letzter Zeit The Passing Playbook und Husband Material gelesen habe und aktuell Boy Like Me, muss ich mein queeres Bücherregal langsam mal wieder ein bisschen auffüllen. Deswegen diese sechs Bücher, jetzt habe ich erstmal wieder was zum Lesen. Es wird mal wieder Zeit für ein Vlog-Update. Ich bin gerade hier am Angelteich. Ich habe das erste Mal dieses Jahr die Hechtrute dabei. Und ich vermute einfach mal, das wird hier ein ganz kleines Hechtvideo. Deswegen, wenn ihr was dazu sehen wollt, schaut am besten mal auf den Outdoor-Kanal vorbei. Vielleicht ist es ja schon online. Hallöchen, ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof und dann geht es für mich zurück nach Erfurt. Die letzten Tage waren nicht sonderlich spannend. Ich war bei der Freundin, ihr Auto spinnt mal wieder. Die Karre kannst du, ja, gut. Ist halt, wie es ist mit dem Auto. Aber ich bin jetzt noch kurz das Einkaufen gegangen, bevor mein Zug fährt, weil ich habe noch einiges an Zeit und habe was Cooles entdeckt für den Outdoor-Kanal. Und zwar, man kennt ja diese Fertignahrung, heißes Wasser drüber, die teilweise echt teuer ist. Und das gibt es jetzt in günstig für 1,99 pro Portion. Und das werde ich auf der nächsten Wanderung mal testen. Hallöchen, da ist er schon wieder. Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang zum Angelladen, weil falls ich morgen angeln gehen will, brauche ich noch ein paar Köder. Diesmal habe ich aber keine Angelruten dabei, sondern ich laufe hin und zurück und mache einfach einen großen Spaziergang. Das dachte ich mir schon nach den Regenfällen. Alles voll aktiven Kleinfisch. Alles voll. Auch hier vorne. Wahnsinn. Überall auf dem Wasser. Auf jeden Fall gut gefüllte Pegelstände. Vielleicht probiere ich es ja doch hier morgen mal auf große Rotfedern oder sowas. Habe ich mich noch nicht entschieden. Jetzt werde ich aber erstmal einen Heimweg wieder antreten. Angelköder habe ich gekauft. Ich habe jetzt mal geschaut. Hier sieht alles gut aus. Und ja, mal sehen, wo ich morgen angeln gehe. Hab ja verschiedene Optionen. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen. Ich sitze gerade am Bushäuschen, warte auf den Bus und ich meckere eigentlich echt wenig rum. Aber ich war gerade bei McDoof, habe seit Jahren mal wieder ein McRib gegessen. Naja, es ist nichts Besonderes. Aber die Krönung war der Kaffee. Also ich trinke meinen Kaffee immer schwarz, sprich ich rühre den nicht um. Hab den getrunken so und nach der Hälfte dachte ich schon, irgendwie ist das komisch. Und dachte dann, okay, du musst los zum Bus, trinkst jetzt den letzten Schluck. Ja Leute, ich hätte auch Spülwasser trinken können. Also sowas Ekelhaftes habe ich noch nie. Also nee, es geht gar nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war sowas von pervers. Also nee. Tut mir leid, McDoof, ich glaube, das war's mit Kaffee für die nächste Zeit, definitiv. Ich bin da so selten, habe jetzt ja meinen Spaziergang gemacht und dachte, ach komm, machst du das heute mal, aber nee. Das hat wirklich geschmeckt wie Maschine gereinigt und dann direkt einen Kaffee durchgejagt. Oder ich weiß es nicht. Oder es war noch unten Abwaschwasser in der Tasse drin. Bloß du kannst ja schlecht mit der leeren Tasse dann vorgehen und sagen, hat scheiße geschmeckt. Vor allem, wenn du dann die letzten so als Hieb reinkippst. Und wahrscheinlich hätte es schon eher komisch geschmeckt, wenn ich rumgerührt hätte, aber Kaffee schwarz rühre ich normalerweise nicht um. Das war's mit dem McDonald's Update und das war's für mich mit McDonald's. Nächste Haltestelle, Hemme Siedlung.
Kopf, es wackelt nicht so sehr. Ich laufe hier gerade. Die Belichtung, also die Beleuchtung ist auch ein bisschen denkbar ungünstig, weil hier mal Sonne ist und mal Schatten. Aber hey, meine Mutti hat mich in die Werkstatt gefahren. Ich habe da mal nachgefragt, wie wir mit meinem Auto verfahren wollen. Und jetzt laufe ich gerade nach Hause. Es sind ein paar Kilometer, aber irgendwie hatte ich da voll Bock drauf. Ich hätte auch mit dem Bus fahren können, aber ganz ehrlich, dann laufe ich lieber die, weiß ich nicht, 6-7 Kilometer oder was das sind. Muss man ja auch mal spazieren gehen. Ich wollte allerdings was sagen zu meiner Bachelorarbeit. Also die habe ich ja abgegeben. Meine Verteidigung, sprich das Kolloquium, ist nächste Woche Mittwoch. Yay. Ich habe gestern meine Präsentationsfolien abgegeben. Jetzt wäre es angebracht, Stichwort Karteikarten zu schreiben. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Kurz und schmerzlos, weil so langsam habe ich vom Thema Bachelorarbeit echt die Schnauze voll. Aber komm, eine Woche, dann ist es geschafft. Wenn ihr vegane Schokomousse essen wollt, dann... Also ich habe zwei Sorten getestet. Ich habe einmal das von Müller getestet. Das schmeckt nicht gut. Also du hast dieses Bittere vom Kakao, aber es ist zu süß. Warum ist da so viel Zucker dran? Und es schmeckt irgendwie... Ugh. Das Schlimme ist, ich habe noch so ein Teil vor mir, weil es ein Zweierpack ist. Kauft lieber die Schokomousse von Dr. Oetker, dieses We Love It oder so ähnlich. Das schmeckt gut. Im Gegensatz zu dem hier. Kauft es nicht. Guten Morgen, heute ist Samstag und wie ihr im Hintergrund vielleicht schon ein bisschen erkennen könnt, bei mir geht es heute auf dem Balkon vorwärts. Mein Ziel ist es heute, den Balkon sommerfertig zu machen. Durch die Großbaustelle gegenüber baue ich ja nicht so viel an dieses Jahr, aber ich habe das letztes Jahr gemerkt, der ganze Staub da drauf und es war nicht so geil. Deswegen wird es dieses Jahr ein paar Blümchen auf dem Balkon geben. Und ja, das geht jetzt los. Ich werde jetzt heute mal ein bisschen den Balkon umgestalten, beziehungsweise heutiges Ziel ist erstmal Leerräumen, auswischen, dass der schön trocknet, schön alles an alter Erde wegmachen, was noch jetzt irgendwo liegt und dann überlegen, was alles hinkommt. Gut, der meiste Unrat ist weg, der Schrubber steht schon bereit, jetzt hole ich einen Eimer Wasser und dann wird hier erstmal der Boden geschrubbt. So, der Spaß muss jetzt erstmal trocknen. Für mich geht es jetzt ein paar Blümchen holen, beziehungsweise was für die Bienen. Und zwar gibt es bei Rewe so Lavendel oder Lavendelartiges und das möchte ich gerne auf dem Balkon haben. Okay, die passen alle drei in den Kasten rein. Na dann kommen die da jetzt hin. Bevor es weitergeht, gibt es jetzt zur Stärkung Hackfleisch, Krautpfanne aus. So, für mich geht es jetzt heim. Eigentlich wollte ich ja kein Gemüse machen, aber die stand da für 99 Cent eine Paprikapflanze und ich habe noch nie Paprika probiert, deswegen musste die jetzt noch mit. Einmal 20 Liter Erde im Rucksack, einmal auf der Schulter, jetzt geht's heim. Bisschen Kraftsport gleich gemacht. Und dann zumindest den großen Topf will ich noch fertig machen heute. So, die Erde ist erfolgreich auf den Balkon gebracht. Das wird das neue Heim für die Paprika. Und das hier wird ein richtiger Blumentopf. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Da kommt dann Blumensamen rein. Nachdem es letztes Jahr gescheitert ist, versuche ich mir jetzt noch mal eine ranzuziehen. Na, ich bin mal sehr gespannt. Das war's jetzt für mich heute mit Projekt Garten. Jetzt geht es noch daran, den Vlog zu schneiden. Morgen ist nämlich Sonntag, damit kommt der neue Vlog online. Und den morgigen Tag will ich mal bei den Thüringer Eisenbahnfreunden in Weimar verbringen, im BW. Vielleicht mache ich auch ein kleines Filmchen dazu. Wird ein Daily-Vlog oder auch ein richtiges Eisenbahnvideo. Ich weiß es noch nicht. Warum zitter ich eigentlich gerade so? Ja, das ist meine Aufgabe jetzt für den Rest des Abends, deswegen
Das ist wahrscheinlich die letzte Aufnahme für den Vlog. Wir sehen uns in 14 Tagen. Ciao.